Herr Mai, ich will jetzt mit Frau Rottenmeier, geben wir mal eine kleine Granate, ins Feld setzen. Guten Tag, Frau Rottenmeier, wie schaut's aus? Mögen Sie gucken? Man sieht es jetzt nicht so gut, Sie sind noch so im dunklen Bereich der Linse erfasst worden, aber man sieht Sie nicht wirklich sehr gut. Ich muss das dann nachträglich bearbeiten, um Sie dann hinauszuheben aus dem ganzen Szenario. Szenario. Frau Wirbel, sind Sie bereit? Ich frage Sie hier und heute zu dieser Zeit und hören Sie auf, mit beiden Augen abwechselnd zu zwinkern. Wollen Sie mir die Hand reichen und gehen mit mir gemeinsam kacken? Ein Blinzeln sagt mehr als 1000 Worte. Sie wollen mir damit sagen, Sie möchten gar nicht kacken, aber Sie müssten. Sie sind faul. Ah, Sie bestätigen mir das jetzt alleweil mit einem Zwinkern. Sie sind ein sehr zuvorkommender Hund. Ich trinke jetzt mal einen Tee. Geh mal kacken. Kacken. Willst du einen Keks? Ja. Willst du einen Naschi? Willst du einen Keks? Ah, zwei Kekse? Naschi, Naschi? Ja. Wollen Sie noch was zur Gemeinde sagen? Haben Sie noch ein paar Worte, die Sie mitteilen möchten in Ihrem Exil? Quasi da unten auf dem Boden. Sie gehören zum Fußvolk, wie auch wir. Von oben wird drauf geschissen. Nur die Kleinen beißen in die Waden, so wie Sie. Sie mögen einen Keks? Sie machen einen gleichen Diener. Das ist sehr erniedrigend, aber nicht für Sie. Ja, Sie stöhnen, Sie sind genervt von dem Gespräch. Ich hole Ihnen jetzt einen Keks hinaus. Moment. Second flush. This is my cup of black tea. And this is my little tea dog. I'm getting her now a biscuit and what to share. Whatever for that. Come over here. Now we're gonna take a little dick, big, sorry, I didn't mean a dick. We're taking a dump now. Will you guide me outside and will we have to sing a song now for leaving this scenario? What is your opinion, my little darling? Will you sing a song? Singen? Sing! Oh! Sing! Wir wünschen im Namen des Volkes einen wunderschönen Abend und wir gehen jetzt einfach gemeinsam kacken.